Hallo, hier ist der Rizzo. Rizzo, how to? Und zwar, heute geht es ums Thema Knoblauch. Knoblauch, eines der wichtigsten oder weit verbreitetsten Gewürze, die wir in der Küche natürlich verwenden. Das Ganze nennt man eine Knolle und die einzelnen Segmente werden als Zehen bezeichnet. Gibt es natürlich als frische und als trockene Variante. Und ihr müsst dabei aufpassen, quasi, wenn ihr den Knoblauch schält, den Keimling auf jeden Fall zu entfernen, weil der hat natürlich diese Stoffe drin, die uns diesen Knoblauchgeschmack extrem hervorbringen, also dieses Aufstoßen. Genau, Knoblauch, sehr, sehr schwefelhaltig und schon in den kleinsten Mengen, die wir zu uns nehmen, wird über die Schleimhäute oder über unsere Haut im Prinzip diese Aromen verbreitet. Ansonsten ist er natürlich auch in der mediterranen Küche, die ich sehr gern zelebriere, weit verbreitet. Wenn er den im Prinzip klein schneidet, scharf anbratet, entwickelt er auch eine gewisse Schärfe. Wenn man ihn im Ganzen verwendet und anstoßt, gibt er erstmal so ein rundes Aroma halt dem Gericht mit. Genau. Wie kann man gegen Knoblauchgeruch entgegenwirken? Tja, da gibt es natürlich viele Weisheiten. Früher wurde so mit Gewürzen wie Zimt, Nelke, Anis, Kümmel entgegengewirkt. Man kann natürlich auch einen Wodka oder einen Palinka trinken oder vielleicht auch zwei. Und ansonsten sollen wohl auch zwei, drei Gläser Milch helfen. Also, mit dem Knoblauch, haltet euch nicht zurück. Knoblauch ist gesund, tut Magen und Darm gut auf jeden Fall, wirkt antibakteriell. Also mit Knoblauch feuerfrei, viel Spaß und bis bald, euer Rizzo.